Moin moin Freunde der geliebten Elektrotechnik. Ein 90 Sekunden Video. Wie schließe ich einen FI-Schutzschalter korrekt an? Los geht's. Wir haben hier einen vierpoligen FI-Schutzschalter und kommen eingangsseitig mit Phase 1, 2, 3 und Neutralleiter rein. In dem Fall mit einer 10 Quadrat Aderleitung, abgegriffen von der Hauptleitungsabzweigklemme. Ausgangsseitig vom FI in diesem Beispiel eine spezielle Kammschiene. Das Spezielle daran ist, dass der Neutralleiter hier unten an der Schiene keinen Pin hat, der ist leer. Die Pins sind lediglich gesteckt auf Phase 1, 2, 3 und dann wieder Phase 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Der Neutralleiter ist nicht auf der Schiene. Der Neutralleiter wird direkt durchgeführt, wieder mit einer 10 Quadrat Aderleitung und geht hier in dem Beispiel hoch auf eine Neutralleiter-Sammelklemme. Das 10 Quadrat ist hier hinten eingesteckt und hier wird es dann auf die einzelnen Stromkreise verteilt. Das also mal zum Thema ganz kurz FI-Schutzschalter. Hier an der Schiene dann abgehend die einzelnen Leitungsschutzschalter und hier wieder abgehend dann zu den einzelnen Stromkreisen. Ja, ganz wichtig nochmal das Thema Nennstrom. Dieser FI verträgt also maximal 40 Ampere. Der muss also mit 40 Ampere oder weniger vorab gesichert werden. Das ist wichtig. Wenn ihr beispielsweise eine 35 Ampere Vorzählersicherung habt, dann ist das ausreichend. Wenn nicht, muss man sich was einfallen lassen. Auslöse, also Differenzstrom 30 mA, vorgeschrieben für Endstromkreise bis 32 Ampere. Das war's zum 90-Sekunden-Video. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.